Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Heute ohne mein Konto, ist nicht da. Wir sind ganz alleine. Okay, ich würde ganz gerne mich jetzt um diverse Kleinigkeiten kümmern. Wir gehen erstmal kurz nach oben. Ich habe gar keine Axt dabei, die nehmen wir mal eben mit. Ich möchte mal eben schnell so ein bisschen den Garten fertig machen. Sollten wir vielleicht auch mal kurz eine Gartenhacke mitnehmen. Ja, da haben wir noch eine angefangene. Nehmen wir doch die mit. So, dann schauen wir mal. Erstmal nochmal zum Tierlager. Ich habe nämlich wieder Tierchengeschenk gekriegt. Und zwar einmal ein Schaf, Blümchen und ein Pferd. Das hat noch gar keinen Namen. Aber es wurde sich vor längerem mal gewünscht, doch mal Finn mitzunehmen, den Hund. Was hat der eigentlich für einen Level? Ja, hallo. Guten Tag. Level 8 schon. Ah, okay. Bodyguard. Rohes Fleisch und rohes Hühnchen. Ich kann den gar nicht wirklich füttern, weil ich gar nichts da habe an Fleisch. Die müssen wir auch nochmal besorgen. So. Holzen wir jetzt erstmal den ganzen Garten ab. Und ich habe mir überlegt, am Schafstall, den wir hier hinten gebaut haben, da gar keinen Schafstall draus zu machen. Denn mir ist das ganze Ding eigentlich ein bisschen zu klein, wenn man so die Proportionen sieht. Das Hühnerhaus ist relativ normal, finde ich. Also es ist okay. Man könnte da vielleicht nochmal anbauen und nochmal irgendwie ein zweites Hühnerhaus vielleicht draus machen. Aber das soll jetzt auch nicht so mega riesig werden. Das Kaninchengehege finde ich dann schon sehr groß, was ich aber auch nicht kleiner machen möchte. Und deswegen habe ich mir überlegt, und da die Kaninchen dann noch überhaupt gar keinen Stall haben, dass wir eventuell einfach das Kaninchengehege nehmen und umbauen. Also, dass wir halt statt die Schafe in den Stall zu machen, die Kaninchen in den Stall packen. Denn dann haben die da auf jeden Fall genug Platz. Das Außengehege wird dann auch passen. Können wir dann auch zwei Kaninchengruppen machen. Und ja, und haben dann, denke ich, Stallgröße mäßig passt das dann besser wie zu Schafen. Und dann können wir nochmal einen größeren Schafstall bauen. So ist jetzt eigentlich mein Plan. So. Ja, Wuff, du stehst irgendwie im Weg. Na, bist du als MyPet eigentlich auch böse zu Hühnern? Sind Hunde im Allgemeinen böse zu Hühnern? Nee, ne? Waren, glaube ich, nur als Wölfe. So. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal wieder ordentlich abgeerntet. Hallo. Die Hühner glitschen auch nicht mehr und die anderen Tiere auch nicht. Da hatte ich nochmal den Zaun ein wenig verändert, damit die dann auch da bleiben. Hui, also diese Treppe nach unten ist also für Tiere so überhaupt nicht geeignet. So, Karotten, Kartoffeln, dann haben wir hier noch Getreide. Wir haben ja wieder ordentlich viele Ballen, die nehmen wir jetzt dann auch mit und machen dann, ich sag, den Stall da fertig. Kürbis, okay, den Rest behalten wir mal. Was zu essen haben wir hier, Schwert können wir da machen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wirklich dabei brauchen momentan. Okay. Ach so, Fleisch für den Hund. Frisst der auch Gammelfleisch? Nee, ne? Das wäre nur für unser Rotti. Der frisst Gammelfleisch. Steaks? Nee, die fressen auch nur roh, ne? Komm mal mit. Mal eben kurz was gucken. Da habe ich also so gar nichts. Da habe ich auch so überhaupt nichts. Da sind nur Fische drin. Also Katzen kann ich füttern. Aber ich hatte ja Fleisch geschenkt gekriegt. Jetzt versuchen wir mal, ob wir damit unser Hühnchen füttern können. Okay, also er setzt sich hin, kriegt zwei Herzen, aber den Hunger stillt es nicht. Also es funktioniert nicht. Okay.
Das ist schade. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal nach Oakville und Futter für ihn besorgen, wenn wir ihn dann dabei haben. Ach, Zucker hätte ich auspacken können. Bringen wir mal eben weg. So. Okay, dann, ja, würde ich sagen, bauen wir doch da hinten um. Ich habe mir überlegt, dann erstmal das Gehege, was wir hier haben, stehen zu lassen. Und unsere Tierchen, die noch keinen Platz haben, wie die da, ich habe hier jetzt den Zaun so doppelt gemacht, hier reinzupacken erstmal. Weil dann kann man auch Pferde, die noch nicht in den Stall passen, erstmal hier mit rein, mit unterbringen. So, wir gucken jetzt mal, was wir hier noch alles zu machen haben. Wir hatten ja hier gesagt, ne, den Eingang und da oben Getreideboden und so. Hier würden wir dann einfach die Gehege machen. Dann machen wir einfach zwei Gruppen. Wir haben zwar momentan, glaube ich, gar keine Kaninchen hier, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay, ja, und hier machen wir dann den Getreideboden, also Heuboden sozusagen. Hier hinterlagern wir dann Getreide, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich hier Wolle lagern, ne? Deswegen hatte ich das so gemacht. Eigentlich könnten wir das hier zumachen. Brauchen wir gar nicht mehr wirklich. Was kann man in einem Kaninchenstall lagern? Eigentlich nichts. Eigentlich könnte man das hier zweistufig machen. Nerven? Kaninchen sind ja hoppla, die gehen ja auch nach oben. Da kann man sich nochmal was überlegen. Da überlegen wir uns was. Machen wir das nämlich hier weg. Das hier. Ja, das machen wir weg. Hier die Treppe. Ne? Die machen wir schon mal weg. Und dann kann man nämlich die Gehege etwas größer machen. Und einfach zweistöckig. So, dann müsste man hier, ja, es würde auch genau passen, ja super. Ja, genau, so machen wir es. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Holz, also Akazienholz, Getreideballen und so weiter und so fort. Da können wir jetzt ordentlich Zeugs mal eben holen und dann machen wir da drinnen einfach, wie gesagt, das doppelstöckig. Ja, genau. Dann brauchen wir noch ein paar Treppen, das reicht uns nicht ganz. Ein paar Unterstände, auf jeden Fall Teppiche, wo die drauf liegen können. Holz. Also Holz haben wir ja. Gott, wir haben ja Holz. Das ist ja echt unglaublich, was ich an Holz von euch bekommen habe. Zaun. Nö. Da. Okay, das nehmen wir mal so mit. Getreideballen, die brauchen wir auch. Also die Frage, ob das reicht, das weiß ich nun nicht. Aber wir probieren das einfach. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall Stufen für die Dings. Glowstone brauchen wir noch. Hier würde ich auch gerne mal die Fackeln wegmachen und Glowstone in die Decke. Das machen wir jetzt. Mal eben so ein bisschen. Die können wir eigentlich kaputt machen hier. Da Glück hacken haben wir ja. So, genau. Machen wir hier Glowstone in die Decke. Dann ist das Ganze nämlich etwas heller. Die Fackeln haben wir ja auch noch überall dran. Die würde ich dann eigentlich wegmachen wollen. Jetzt machen wir hier erstmal in jeder Ecke ein Glowstone. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze passt. Der wäre dann hier, ne? Und da passt das überhaupt nicht. Dann machen wir den dahin. Ne, der müsste eins weiter hier rüber. Oder den eins weiter dahin. Nein, dann machen wir den hier eins weiter rüber. So. Cleanstone? Hallo? Ne. Das ist Kobbel. Da.
So, das haben wir dann. Hatten wir hier eigentlich einen Closedown unter? Nee. Da können wir einen unter den Tisch packen. Dann haben wir da nämlich auch Licht drinne hier in dem Raum. Dann können da nämlich auch die Fackeln weitestgehend von der Wand weg. Die beiden, weiß ich nicht, ob wir die da lassen oder auch nicht. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich aus dem Raum da machen soll. So. Okay. Aber hier die ganzen blöden Fackeln mal weg. So. Und das noch weg. Und das noch weg. Okay, gut. Hätten die auch hier hinter Closedown machen können. Aber da können wir nicht so viel machen. Nee, wir machen das in die Decke. Das ist okay. Und zwar einmal hier 3. Und da haben wir auch 3 Abstand. So, und so. Und hier dann 2, 3 Abstand. Ah, hätte ich vielleicht 2 machen sollen. Ja, das müssen wir hier nochmal versetzen. Ist das Behutsamkeit irgendwo drauf hier? Nee, dann... Wir haben aber Behutsamkeit da auf jeden Fall. So. Genau. Und dann können wir hier nochmal... Und so. Okay. Dann haben wir das nämlich auch hier schön hell und haben mal die ganzen Fackeln dann auch vom Boden weg. Und die da auch weg. Hier können wir auch noch einen hinmachen. So, und dann ist es wirklich hell genug. Ja, würde ich sagen, ist hell genug. Hier könnten wir eigentlich... Achso, jetzt haben wir den Amboss hier genau nebendran stehen, ne? Jetzt hätten wir hier eigentlich noch Dings Zaun hinmachen können. Sieht so... Ja, sieht da irgendwie so einsam aus, das Regal. Naja, machen wir dann schon irgendwie noch was draus. Da hinten haben wir auch noch eine Fackel, die machen wir auch weg. So, Fackeln, wo hatte ich die reingepackt? Da, ne? Nee. Ach, bei Werkzeug, glaube ich. Genau. So, dann gucken wir hier in dem Gang nochmal. Da waren nämlich auch so mega viele Fackeln. Das stört mich alles irgendwie so ein bisschen. So. Und dann machen wir das. 2 von da hinten. Dann machen wir hier auch 2. Huch. So. 2er Abstand nehmen wir jetzt hier erstmal. So. Dann da. Und hier auch 2er Abstand. Und noch ein 2er Abstand. Dann haben wir 3. So, ja, so passt es doch. Okay, dann haben wir hier nämlich auch genug Licht drin. Und hier kann man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Deko reinmachen. Müssen wir mal schauen. Aber im Moment ist das jetzt erstmal in Ordnung. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Teppich. Hätte ich gesagt, Wolle. Da haben wir roten Teppich. Da haben wir braunen, weißen. Wir nehmen erstmal weiß mit. Ich denke, weiß ist da erstmal am besten. Huch. Na? So, okay. Kobbel können wir auspacken. Normalen Stein auch. Und Diorit auch. Gut. Und dann auf in Stall. Dann gucken wir mal. Wo ist es nach? Ich finde, was bei den Hühnern geht eigentlich mit dem Zaun innen drin. Das würde ich dann hier einfach auch machen, an diesem großen Gehege. Einfach noch ein Stück, also ein bisschen Zaun von innen hinstellen, dass nichts glitscht. Das machen wir bei den Kaninchen auch. So sind wir dann einfach auf der sicheren Seite und dann kann da nichts passieren. Und wir verlieren unsere Tierchen dann hoffentlich nicht mehr. So.
schön auslegen hier alles. Und da noch. Okay. Das machen wir hier auch noch, den Durchgang. Ich überlege gerade, da wir ja hier Kaninchen haben, ob es dann nicht besser wäre, den kleiner zu machen, oder wir lassen den einfach... mal gucken. Mal schauen, wie es dann später aussieht. So, hier machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal zu. Okay. Und dann machen wir hier nämlich wieder auf. Dann können wir hier den Boden noch machen. Und dann schon mal die zweite Etage. Wir machen jetzt erstmal nur eine Seite fertig. Einfach um zu gucken, wie das Ganze dann aussieht. So, okay. Okay, das ist schon mal fertig. Ich würde dann hier eigentlich das hier wegnehmen, also ab hier quasi das wegnehmen, dass man nur so eine halbe zweite Etage hat, dass man halt einen Teil hier offen hat und dann hier schön mit Zaun und so an der Seite. So, mal gucken. Also, das ist jetzt alles mehr oder weniger total spontan. Also, habe ich nichts geplant. Mal gucken, wie das dann am Ende wird. Okay, dann die Leiter. Nein, Treppe. Nicht Leiter. Treppe nach oben. Machen wir zwei Hilfsblöcke hinter. Die machen wir aber wieder weg, weil sonst sieht das total blöd aus. Reicht uns hier der Platz? Sieht im Moment gerade nicht so aus, ne? Oder? Doch, reicht. Können die hier hochhoppeln? Kann die aber auch ein bisschen ein Stück reinversetzen. Mir ist das hier eigentlich schon fast zu eng. Das hier überhaupt die Mitte? Ja, so halbwegs. Ja, so würde ich das machen. Huch. Ach Mensch. So, ich denke auch eine Zweierbreite reicht. Das dürfte in Ordnung sein. So. Ja. Absichern würde ich jetzt hier die Seiten auch nicht, weil das gar nicht so tief ist. Da können sie sich eigentlich nicht wirklich wehtun. Würde ich das so lassen. Ja. Genau. Hier machen wir dann noch auf jeden Fall einen Holzrand hin. Da kommt dann der Zaun drauf. Würde ich so machen. Hier können wir dann auch noch ein Fenster reinmachen. Wo war denn jetzt hier? Da. Da ist die Hälfte. Die müssen wir jetzt auch noch abgrenzen. Das ist jetzt die Frage. Ja, machen wir komplett zu. So, genau. Ja, und dann haben wir hier noch ein bisschen eine zweite Etage. Hier kann man dann irgendwie... Ja, hier ist nicht viel Platz in diesem Eck hier. Aber hier irgendwie, da kann man dann schön noch ein paar Bettchen aufstellen. Die Kante hier kommt ja noch weg. Aber haben wir dann auch hier nur eine Einerhöhe, ne? Einerhöhen, da habe ich irgendwie ein bisschen Bammel vor bei Kaninchen, weil ich immer Angst habe. Die tun sich da tatsächlich irgendwas. Vielleicht sollten wir sonst die Etage doch ein bisschen weiter rausziehen, dass wir die etwas größer machen.
Ich glaube, dass das Ganze ein bisschen zu klein wird da oben. Zu sagen einfach, wir holen die nochmal irgendwie zwei nach vorne. Ja. Weil wir das hier noch zumachen. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir eine Zweierhöhe bekommen. Und wenn wir das dann weiter rausziehen, bis hierher und das zumachen, dann haben wir, denke ich, relativ viel Platz. Dann sollte das passen, dann haben wir auch da mehr Platz. Und dann können wir nämlich hier schön die Bettchen, also die Decken hinlegen, wo die dann schlafen. Ja, ich denke, das ist besser, das rauszuziehen. Bis dahin. Ja, bis hierher. Ja, ich denke, das ist mit das Beste. Wie weit war das? Zwei, ne? Nicht drei. Zwei. So, genau. Müssen wir mal gucken, ob wir die Treppe dann nicht doch noch ein kleines Stückchen wieder versetzen oder die Treppe hier hochkommen lassen. Denn hier wäre ja so zu. Denn hier ist ja sowieso der Platz weg und dann hätte man hier auf jeden Fall eine noch größere Etage. Wir testen das einfach mal. Allerdings sehe ich schon wieder, dass der Part zu Ende ist. Verdammt, das geht immer so schnell. Dann testen wir das halt einfach im nächsten. Also bis denn. Ciao, ciao.